Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Zum letzten, definitiv letzten Part dieses Let's Plays. Und zwar einfach nur, weil ich jetzt gerne irgendwie versuchen möchte, noch diese Hallo, letzte. Lust ein wenig mit mir zu handeln? Nein, du hast nur Flubberwurmschleim, mit dem will ich nicht handeln. Einfach um die letzte Bildkarte noch zu finden und um mein Feedback dazulassen, was ich euch im letzten Part ja noch schuldig geblieben bin. Wenn der mich nicht angequatscht hat, er nichts. Und die hat nur Flubberwurmschleim. Oder Megapowerin. Eins von beiden. Mich wurmt es ehrlich, dass ich diese letzte Bildkarte nicht finde. Ich wollte ja einfach jetzt dieses Schloss hier. Kann es sein, dass das Bild ziemlich dunkel ist? Naja. Ich wollte dieses Schloss hier einfach von vorne bis hinten noch einmal durchkämmen. Um eventuell noch irgendeinen Geheimgang zu finden, den ich noch nicht gefunden hatte bisher. Und währenddessen dann noch ein bisschen, ja, über das Spiel reden. Wie fand ich jetzt dieses Spiel? Okay, natürlich, wer Das mich ist die Tür kennt. zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Ja, danke. Schön, Sie wieder zu sehen, Mr. Potter. Vielen Dank, ebenso. Ich hoffe, das Bild von der fetten Dame ist im nächsten Teil nicht auch diese hysterische Kuh. Ich weiß nicht, ich mag das überhaupt nicht. Ey, sind bestimmt auch wieder nur. Ach Mann, hier sind ja immer nur Bohnen drin. Wer mich kennt, weiß sowieso, dass ich Harry Potter vergöttere und dass ich demnach auch natürlich dieses Spiel total klasse fand. Und ich finde gerade auch die ersten zwei Teile, das ist so. Ja, die Grafik ist zwar richtig, richtig, ja, alt, sag ich mal. Aber das tut dem Spielspaß einfach keinen Abriss, sage ich mal. Das macht trotzdem einfach wahnsinnig viel Spaß. Und trotz dieser minimalistischen Grafik, die sie hier nur zur Verfügung hatten, haben die trotzdem so ein wundervolles Spiel daraus gemacht. Ich habe ja allein schon bei dem Endbattle gemerkt, wie episch das einfach rüberkam. Obwohl es halt hauptsächlich aus, ja, Pixeln eigentlich besteht. Es sah einfach umwerfend aus, meiner Meinung nach. Und das ist so. Ja, das ist einfach wahnsinnig gut gemacht. Da, ja, genau. Der da hätte eh nur eine silberne, aber silbern habe ich ja alle. Ja, der hat auch nichts für mich. Wo zum Henker finde ich jetzt diese letzte Bildkarte? Bildkarte. Guck ich mal oben. Was ist eigentlich mit dem Wohnbelohnungsraum? Komme ich da auch nochmal rein? Vielleicht hätte ich da ja die letzte gefunden. Ich probiere es einfach mal. Ich gehe da einfach mal rein. Hier findet die Hauspunkteauswertung statt. Ja, offensichtlich nicht mehr. Haben wir den gewonnen? Ne, Slytherin hat den Hauspokal gewonnen. Scheiße. Hi. Hey, warum reden die denn nicht mit mir? Manu. Hufflepuff ist einfach so mega weit hinten an. Irgendwas haben die wohl verbrochen. Man weiß nicht was, aber irgendwas haben sie gemacht. War nicht lieb. Okay. Ja gut, was die Grafik angeht, holt das Spiel einfach das Allerbeste aus sich raus, was geht. Das habe ich schon gemerkt. Die Grafik hat sich im Vergleich zum letzten Spiel auch deutlich geändert. Was aber wahrscheinlich im nächsten Part dann nochmal einen riesigen Sprung machen wird. Hoppala. Autsch. Ich finde es allein schon auch. Die Bewegungen sind hier schon viel dynamischer geworden. Wenn man zur Seite geht, dann schwingt der Umhang mit. Wenn man zaubert, dann schwingt er den Zauberstab richtig. Ich weiß nicht, ich habe nicht mehr so ganz in Erinnerung, wie das beim letzten Part war, aber irgendwie glaube ich, dass das da nicht ganz so dynamisch aussah alles. Das finde ich halt auch sehr cool. Ich habe für dieses Spiel ein paar Parts mehr gebraucht als für den ersten Teil. Das heißt also von der Storyline her. Haben die hier wahrscheinlich so ein kleines bisschen, das haben die halt ein bisschen mehr ausgebaut. Dass ich jetzt allerdings irgendwie selbst aus der Sache, mir ein Stückchen von Gold zu holen, da irgendwie so ein Überlebensparcours draus gemacht wurde, das, ja gut, ne? Das waren dann halt so die Sachen, die das Spiel ein bisschen in die Länge gezogen haben. Wäre aber an sich auch nicht nötig gewesen. Und gerade fand ich es ja, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, sehr schade, dass man bei manchen Parts, wo man normalerweise jetzt mit Ron unterwegs war, wie zum Beispiel im Verbotenen Wald oder
eben. Ich glaube, wenn ich da reingehe jetzt, dann ist das Spiel vorbei, ne? Ja. Wie zum Beispiel im Verbotenen Wald oder gerade wo ich mir das Stückchen von Goyle geholt habe, da ist man ja normalerweise mit Ron zusammen unterwegs gewesen. Das ist in diesem Spiel ja nicht so gewesen, sondern irgendwie ist es immer zu irgendeinem Zwischenfall gekommen, dass man dann halt doch alleine unterwegs war. Und das fand ich halt ein bisschen schade. Es wäre halt schön gewesen, wenn man da dann trotzdem das so gestaltet hätte, dass ich zwar Ron wenigstens dabei gehabt hätte, aber der halt irgendwie mich so ein bisschen unterstützt hätte. Ich weiß nicht, die mit KI hatten die es hier wohl damals noch nicht so wahnsinnig. Aber Moment mal, das ist die Elastoherausforderung. Und demnach hat das Ganze wohl noch nicht so super funktioniert. Kann ich mir natürlich auch denken. Fand ich aber dann ein bisschen schade. Das ist so, wenn man diese alten Spiele spielt, hat man natürlich immer so ein bisschen die Möglichkeiten der heutigen Zeit doch im Hinterkopf. Finde ich. Und dann kommen einem so manche Sachen halt so ein bisschen schade vor. Wie jetzt zum Beispiel dann halt eben, wie gesagt, die Tatsache, dass Ron dann nicht dabei ist. Ich habe das Gefühl, mit Springen schneller kann das sein. Wartet mal. Hi. Ich hab leider keine Flitwicks Zeit zum Plaudern. Zauberkunstklassenzimmer. Hier hinten war ich auch schon, ne? Ja. Okay. Ich hätte mal irgendwie so einen Speedrun gebraucht, wo ich einfach alle Geheimgänge gezeigt bekommen hätte. Ich bin im Klassenzimmer für Verwandlungen. Tja. Was es heute Abend wohl zu essen gibt? Ja, das frage ich mich auch. Ah, jetzt kriege ich Hunger. Scheiße. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Es ist relativ früh. Ich habe momentan auch endlich mal Urlaub. 2 Wochen lang. Das Problem ist allerdings, dass ich auch wahnsinnig im Umzugsstress bin, weil ich muss bis Ende des Monats umgezogen sein. Das heißt, ich werde wohl eine Zeit lang jetzt auch dann... Toilette der maulenden Myrte. Wie deprimierend. Ja, richtig. Ich werde dann eine Zeit lang auch nicht aufnehmen können, weil mein PC halt wie gesagt dann jetzt rüber wandert in die neue Wohnung. Und Meinte ich, ich weiß nicht, wie mich die Leute hinter meinem Rücken nennen. Elende, maulende, trübselige Myrte. Ja, musst du mich so erschrecken, du meine Güte. Wie gesagt, nein. Ich hab auch Gefühle, müsst ihr wissen, ob ja, 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 ist ja gut, bin. Ich bin ja schon weg, meine Güte. Wie gesagt, der PC wandert dann rüber in die neue Wohnung und das, da müssen wir dann erstmal dafür sorgen, dass wir Internet bekommen. Das heißt, aufnehmen kann ich vielleicht schon, aber ich kann es halt noch nicht hochladen. Deswegen werde ich versuchen vorzuproduzieren und ein bisschen was ist halt so zu gestalten, dass ihr irgendwie jeden Tag trotzdem ein Video bekommt. Ich weiß nicht, ob es wirklich so klappt. Ich habe das so in der Art und Weise noch nie versucht. Aber ich hoffe einfach mal, dass ich es hinbekomme. Wie gesagt, ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub. Ich kann ein bisschen was produzieren, während ich meine Umzugskartons packe. Und ich kann mich auch ein bisschen darin schlau machen, wie man denn jetzt, ich glaube, ich bin ja auch schon 50 Mal reingerannt in diesen Gang, wie man das mit diesem Vorproduzieren macht. Hat sich erledigt, hier ist auch nichts. Beziehungsweise man kann das ja irgendwie auf YouTube dann so einstellen, dass man die Videos zwar hochgeladen hat, aber sie zu einem gewissen, Entschuldigung. Hier zu einem gewissen Zeitpunkt später. Das ist das Klassenzimmer für Verwaltung. Hochgeladen werden. Oder freigeschaltet werden, sozusagen. Das müsste ich dann irgendwann irgendwie mal versuchen. Ob es hier noch irgendwas zu tun gibt? Ich glaube nicht. Ich frage mich jedes Mal, wie der in sein Büro hochkommt, wenn wir da nicht mal hochkommen. Muss er schweben? Naja, was soll's. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich bin etwas abgeschwiffen, wie immer. Kennt man ja mittlerweile nicht mehr anders von mir. Was wollte ich denn jetzt? Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, von wegen, dass man zu hohe Ansprüche stellt, weil man... Dass man zu hohe Ansprüche stellt, weil man sich nun mal an den Möglichkeiten der heutigen Zeit orientiert. Was nicht immer so vorteilhaft ist, weil wie gesagt, das sind dann so Sachen,
wie ich jetzt auch festgestellt habe, dass man irgendwie sich wünschen würde, dass es eine KI gibt, die mit einem hier agiert und die einen begleitet. Hi. Hey. Wenn ich Patienten habe, musst du hier verschwinden. Oh, Entschuldigung. Wenn ich Patienten habe. Hört sich an wie auf der Arbeit. Ich glaube, hier finde ich auch nichts mehr. Naja. Aber nichtsdestotrotz war es ein wundervolles Spiel. Ich habe es wahnsinnig gerne gespielt und ich werde es auch mit Sicherheit noch öfter spielen. Und wenn ich jetzt diese verdammte Bildkarte nicht finde, dann tut es mir wahnsinnig leid. Aber ich wette, dann werde ich irgendwann nochmal so ein kleines Mini-Video anhängen, wo ich sie dann finde. Ich weiß nicht, ob es irgendwie irgendetwas gibt, wenn ich jetzt alles gefunden habe, dass es irgendwie als quasi Belohnung gibt oder so. Aber ich würde sagen, wie viel Zeit habe ich denn schon? Dann würde ich sagen, beende ich dieses Spiel auch. Und, also nicht beenden, sondern gehe jetzt dann runter in die große Halle und werde mir das Ende von dem Spiel anschauen. Das... Halt, ich muss noch einen weiter runter. Haha! Sodass ich dann vielleicht in dem Abspann noch ein bisschen was von meinem Fazit sagen kann. Mir raus. Ich bin gerade mal bei 11 Minuten, aber die letzten Parts, die müssen ja auch nicht so überlang sein eigentlich. Gerade der letzte Part, wo es ja eigentlich nur so ein bisschen ums Fazit geht. Ich finde es auch ganz nett, dass hier immer so Schüler rumrennen, mit denen man theoretisch reden könnte. Die haben zwar jetzt nicht immer so was Spektakuläres zu sagen, aber ich finde es halt gut, dass es nicht ganz so verlassen wirkt. Die Zauberer-Duelle wurden eingefügt, sodass man halt neben der eigentlichen Hauptstory noch ein bisschen Spaß haben kann. Man könnte theoretisch auch Quidditch spielen. Hier. Also ich hätte hier durchaus auch Quidditch-Spiele machen können. Habe ich jetzt gar nicht getan. Vielleicht mache ich da auch nochmal so ein extra Part zu. Dass ich ja einfach mal die Quidditch-Spiele noch... Hey, vielleicht hätte ich ja da... Ach nein, ist egal jetzt. Dass ich da dann vielleicht mal irgendwie noch... so ein bisschen was zu zeigen. Okay, dann mal auf. Bitte alle mal herhören. Der Schulleiter möchte etwas sagen. Ruhe! Noch kann ich euch Hauspunkte abziehen. Mit der Hauspunkteauswertung endet ein aufregendes Schuljahr. Ich möchte keine großen Reden schwingen, sondern gleich mit der Verleihung des Hauspokals beginnen. Meinst du, wir haben dieses Jahr wieder gewonnen? Nachdem ihr, Harry und du, Hogwarts gerettet habt, dürfte das ja eigentlich keine Frage sein. Vierter ist Ravenclaw. Gar nicht wahr, das war Hufflepuff. Vierter hört sich immerhin noch besser an als letzter. Dritter ist Hufflepuff. Danke, wir sind mit dem dritten Platz ganz zufrieden. Und der Zweitplatzierte ist... Ihr seid Zweiter, Gryffindors. Ihr seid von Natur aus nur zweite Wahl. Dieses Jahr werdet ihr uns nicht den Hauspokal vor der Nase wegschnappen. Knapp der Disqualifikation entgangen. Slytherin. Was? Das heißt? Der erste Platz und damit der Hauspokal geht an... Gryffindor. Ja! Wir haben es wieder geschafft! Genau das meine ich nämlich. Aus der minimalistischen Grafik das Beste raushauen. Ich finde, das sieht so cool aus. Ja, da haben wir jetzt wieder die Credits. Ich hoffe, die laufen nicht auch 20 Mal durch. Ich hätte, ja, wo gerade das Auto im Hintergrund rumfliegt, ich hätte es cool gefunden, wenn man quasi aus dem Flug mit dem Auto zur Schule auch schon quasi so ein Spiellevel gemacht hätte. Ich finde, Dobby kam zu wenig vor. Dobby ist ja ein ganz, ganz großer Teil dieses zweiten Spiels gewesen und der kam quasi nur einmal vor, ganz am Anfang, hatte irgendwie einen Satz, den er gesprochen hat und ist dann wieder verschwunden. Das fand ich wirklich, wirklich schade. Auch ganz zum Schluss, wo Harry Lucius Malfoy dann den...
das Tagebuch zurückgegeben hat. Es sind so essentielle Szenen, die mir einfach gefehlt, aber die Story, die ist hier nun mal nicht so wahnsinnig ausgeführt worden. Das ist ja auch im ersten Teil noch schon so gewesen, dass jetzt die Story nicht eins zu eins so ausgeführt wurde, wie sie jetzt im Buch oder im Film ausgeführt wurde. Das ist in den Spielen nun mal auch einfach irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Wenn man versucht, nur die Spiele zu spielen und damit die Story zu checken, das kann man vergessen. Das ist genauso, wie wenn man versucht, nur die Filme zu gucken und dadurch die komplette Story zu checken. Das ist genauso schlecht, weil die Filme einfach wahnsinnig viel auslassen. Aber ich glaube, darüber habe ich auch in Teil 1, also Harry Potter und der Stein der Weisen, schon sehr, sehr viel geredet. Ja. Mein Fazit für alle wirklichen Harry Potter Fans und für alle langjährigen Harry Potter Fans, weil ich bin ja quasi Harry Potter Fan, seit es Harry Potter überhaupt gibt. Für alle, die es so für diese lange Zeit schon kennen und mögen, ist das hier wirklich ein wundervolles Spiel. Genauso wie der erste Teil und überhaupt, ich glaube, alle. Aber es sind wirklich so die ersten beiden Teile, die fangen diese Atmosphäre so wundervoll ein, finde ich. Die schaffen das tatsächlich, dass man sich in diesem Spiel richtig wohlfühlt und richtig zu Hause fühlt, finde ich. So, wenn man in diesem Spiel durch die Gänge läuft, dann hat man echt das Gefühl, so, jetzt möchte ich einfach, ich bin in Hogwarts. Und ich fühle mich hier wohl und es ist gemütlich und ich finde es toll. So hatte ich immer das Gefühl, wenn ich da durch die Gänge gegangen bin, ich habe mich echt zu Hause gefühlt. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit den Farben zu tun hat oder ob das irgendwas mit der Lichtgestaltung in dem Spiel zu tun hat. Aber ich fand es einfach unheimlich schön. Ich hoffe wirklich, dass sie das mit den nächsten Parts auch noch schaffen. Ich weiß ja, dass die Grafik natürlich immer besser wird. Entschuldigung, heute habe ich irgendwie einen Frosch im Hals. Ich weiß ja, dass die Grafik natürlich immer besser wird. Aber ich hoffe, dass sie trotzdem dieses Feeling, was man hier in diesen Spielen hat, dass sie das irgendwie trotzdem weiter einfangen können. Ich fand es allerdings ein bisschen schade, was ich jetzt im nächsten Part wiederum... Nein, das spreche ich dann auch erst im nächsten Part an. Ist in Ordnung. Weil ich will ja jetzt auch nicht spoilern. Ich bin mir nicht sicher, ob der nächste Part jetzt mehr... Also der nächste Teil, der dritte, ob der dann jetzt mehr Parts wieder hat oder weniger. Aber ich fand die Länge des Spiels auch angemessen. Also man schafft es durchaus wahrscheinlich nicht, wenn man jetzt alle Geheimnisse finden möchte, es an einem Tag durchzuspielen. Es sei denn, man kennt das Spiel halt schon in- und auswendig und weiß, wo alle Geheimnisse sind. Das wusste ich jetzt in diesem Falle nicht. Deswegen habe ich es jetzt nicht geschafft, das wirklich alles an einem Part durchzuspielen. An einem Tag. Hehe. Aber von der Stundenzahl her, ich weiß es nicht. Wenn man wirklich von morgens bis abends dranhängt vielleicht. Aber ich, ja, es läuft halt wieder ein zweites Mal durch. Okay, dann würde ich sagen, komme ich auch mal zum Ende. Also wie gesagt, ich fand die Atmosphäre wundervoll. Ich finde die Musik immer noch wundervoll. Ich finde, die Vertonung hätte ein bisschen besser sein können. Aber wie gesagt, es ist ein sehr altes Spiel. Da kann man drüber wegsehen. Ich fand die Grafik, die Dynamik in diesem Spiel wundervoll. Ich finde überhaupt, dadurch, dass es ein Harry Potter Spiel ist, freue ich mich natürlich wahnsinnig damit an. Und ich würde gerne mal eure Meinung hören. Ihr habt jetzt den ersten Teil vielleicht mit mir gesehen und ihr habt jetzt den zweiten gesehen. Wie sieht euer Fazit aus? Was denkt ihr von dem Spiel? Möchtet ihr es gerne spielen? Habt ihr es vielleicht mal gespielt? Wie fandet ihr es so? Ja, dann würde ich sagen, beende ich den Part auch an dieser Stelle mal. Und ja, freut euch mit mir auf den dritten Teil. Es wird jetzt auf jeden Fall dann auch die nächsten Tage direkt mit dem dritten weitergehen. Ich werde wahrscheinlich auch jetzt schon mit der Aufnahme anfangen. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch diesen Teil wieder mit mir zusammen verfolgt habt. Vielen Dank für die tollen Kommentare und vor allem auch für die tollen Fragen, die ihr mir gestellt habt. Ich konnte ja wirklich in diesem Part mehrere Fragen auch beantworten. Das fand ich sehr toll. Ich mag es unheimlich gerne, wenn ich so ein bisschen auch mit meinen Abonnenten kommunizieren kann. Das finde ich wirklich klasse. Und ja, wie gesagt, lasst mir eure Meinung in den Kommentaren mal da. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr genauso viel Spaß an dem Spiel hattet wie ich, dann lasst doch gerne mal ein Like und einen Kommentar da. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ansonsten freue ich mich auf den nächsten Teil. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder.
Bis dahin. Tschüss.